Vielleicht sind ein paar tote Büsche zwischen. Die werden wahrscheinlich auch, wenn die nächste Dürre kommt, wieder alle austrocknen. Aber wie gesagt, die sind auch nur dafür da, um hier rüber zu liefern. Wir brauchen unbedingt ein eigenes Lager für die Bären. Ich glaube, das habe ich schon morgen gesagt. Aber Bären halten sich hier zumindest jetzt gerade plus minus null. Es ist nicht viel Essen hier, aber Hunger leiden tun sie nicht. Jetzt werden wir erstmal das fertig bauen, denn wenn wir hier die beiden hier rüber setzen und das über ein Wasserrad laufen lassen, dann muss ich nur gucken, wie ich das mache, dass ich das Wasserrad am besten hier so hinsetzt, wo das ein bisschen läuft. Es ist halt auch nicht mehr so viel Druck drauf, wie es mal war. Weil wir hier das Wasser halt ein bisschen verteilen, ne? Auf sind sie? Aber es muss ja nicht viel Strom werden, weil das ist nur Dynamit. Also viel Schubkraft. Dynamit haben wir ja mittlerweile ein bisschen was auf Vorrat. Hauptsache, es läuft ein bisschen. Für wann muss das wirklich hier so hin? Weil nur hier fließt das Wasser. Geht nicht anders. Gut. Die nächste Dürre, denke ich mal, wird auch bald wieder auf sich warten lassen. Aber das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir definitiv hin. Das hier läuft. Das läuft genauso. Das Lager ist inzwischen auch fertig. Warte mal. Ah. Das war so klar, ne? Das war so klar. Einmal nicht aufgepasst. Hier sollten nur die Bären rein. Da haben sie gleich alles andere hier reingeschnoddert. Okay, die werden es hier wohl irgendwann wieder rausholen, aber das ist halt typisch. Das ist so typisch. Das hier haben sie fast weg. Der hat noch zwei, der hat noch sieben. Sehr schön. Dann können die Bohnen mich auch weg. Den kommt das soll langsam. Juhu. Und hier, wie gesagt, das werden sie schon bauen, oder? Ja, ja. Passt das denn überhaupt so, wie ich das vorhab? Mann, ich wollte hier vorne hinbauen. Gucken, gucken. Das waren... Ne, das müsste hier stehen, ne? Die sprengt... Ne, hier nicht. Hier. Bei Landschaftsgestaltung. Die Sprengstofffabrik. Die müsste ja, wenn schon, so rum. Ah, passt, passt. Würde hier nämlich die erste hinkommen? Ich hoffe, die bauen aber erst die Plattform. Und da die zweite. Und davor... Denn nachher das Wasserrad. Wasserrad, Wasserrad. Klar, das reicht nicht aus, weil so eine Sprengstofffabrik, glaube ich, eine Menge Strom braucht, ne? 150, yo, aber... Die können es nicht ändern, sie müssen ja nur auch nicht mit voller Kraft laufen. Das bringt aber schon mehr, ne, das große Wasserrad. Na, mal gucken. Oh, das ist aber ein sehr großes Wasserrad. Okay, das passt hier gar nicht rein. Okay, das war nochmal eine Idee. Wir nehmen das kleine. Das würde rein theoretisch gehen. Davon könnte ich sogar zwei hintereinander bauen. Ist zu niedrig, ne? Oder? Nö, sitzt dran. Gut, die kommen hier wahrscheinlich nicht hin, vermute ich mal, oder? Ah, hier kommen sie hin. Hier kommen sie. Müssen sie auch, die können hier runter. So, die bauen wahrscheinlich erst die Plattform. Klar, sollen sie auch. Und sobald das hier aufgebaut ist, kommt mich der Motor und die bauen hier auch weg. Dann haben wir wieder ein bisschen Holz über. Keine Aufgabenreichweite. Warte mal, was ist denn hier fertig? Ah. Ja, ihr könnt weg. Ihr habt euren Job getan. Ihr seid gefeuert. So. Wunderbar, wunderbar. Aber hier habe ich was anderes vor. Einmal auf Abriss. Hier, einmal der Weg weg. Zack. Treppe weg und Weg weg. Sehr schön. Da hier kommen Plattformen hin. Auch wenn das jetzt wieder eine Menge Holz kostet. Wie viel Holz haben wir hier? Na, ein bisschen hat sich angesammelt. Und hier sollen dann die Häuser rauf. Ich denke mal, die werde ich stehen lassen. Die machen sich ja ganz gut. Aber hier sollen neue hin. Das kostet zwar jetzt eine Menge Holz, aber was muss, das muss. Obwohl ich hier auch Dämme reinbauen könnte. Warte, was ist denn billiger? Die kosten zwei Holzscheite und zwei Planken und so ein Damm. Der kostet, na gut, dafür 12, ne? Kommt eigentlich aus Gleiche raus, ehrlich gesagt. So, den ziehen wir das hier definitiv. Einfach so voll. Es sieht zumindest besser aus als das Holz. Darauf bauen wir denn die Häuser.
So. Die kann man aber auch nicht so... Gut, dafür sind sie eigentlich auch nicht gedacht, ne? Ich zweckentfremde das gerade mal ein bisschen. Das kostet natürlich jetzt eine Menge Holz, das ist klar. Nein, dann nicht. Zack. Hier nochmal. Da, da. Und da. Sehr schön. Oh, das kostet sehr viel Holz. Ich glaube auch gar nicht mal, dass sie überall hinkommen. Aber wenn wir sehen, die kann man leider nur so eine Reihe bauen. Das ist ja eigentlich ein Damm, ne? Eigentlich ist es nicht als Plattform gedacht, dafür sind die anderen da. Aber man kann ja auch mal was zweckentfremden. Sieht zumindest besser aus. So, und da kommt denn ja die Häuser rauf. Das hier Lüft. Gut, Holz dürfte hier jetzt gerade rapide runtergehen, aber das ist nicht schlimm. Nahrung Lüft. Hier haben sie gerade, glaube ich, so ziemlich alles. Ne, da können sie noch. Aber die müssten ja nachwachsen. Sehr schön, sehr schön. Ja, guck mal, der erste Weizen wächst. Wunderbar. Den konnte er das zur Mehl machen, den haben wir ja auch noch gleich Braut. Aber wo Braut? Wir brauchen ein Lager für Braut, ne? Ja, gut, das wird ein Problem. Hier will ich jetzt keine Plattform hinbauen, weil ich hier noch weiter runterspringen will. Es müssen erstmal die Häuser da weg, aber das dauert noch. Das habe ich gar nicht gedacht, du bedacht eben. Man könnte hier hinter ein Lager bauen. Klar, da ist doch schon die nächste Dürre. Sehr schön. Aber so war das ordentlich nicht geplant. Ah, bei mir. Die Pflanze wird doch erstmal direkt mit ran. Ist zwar so nicht gedacht, aber besser als gar kein Lager. Wir brauchen Brot, müssen wir irgendwo einlagern, ne? So. Sieh schön, aber die Tonks sind so gut wie voll. Also dürremäßig mache ich mir da jetzt keine Sorgen. Mensch, die haben es schon aufgebaut. Tatsächlich. Gut, das reust. Das reust jetzt. Sieh schön, das ging schneller als gedacht. Motor weg. Die Bäume weg. Wunderbar. Klar, die kriegen hier bei Weitem nicht genug Strom. Ehrlich gesagt, kriegen die hier bei Weitem überhaupt keinen Strom. Ah, gut, während der Dürre sowieso nicht, aber noch ist keine Dürre. Wieso stehen die denn? Sind die hier irgendwie festgeklemmt oder das Wasser fließt dort da durch? Vielleicht sollte ich das direkt vor die Schleuse bauen. Weil da fließt auf jeden Fall Wasser. Ich meine, ich kann es ja mal probieren. Ich weiß, das ist nicht optimal. Das muss genau... Na, den doch nicht. Ah, passt hier so aber auch nicht, ne? Gedacht hier und dann einfach nur so ein Dingsbums da rum. Ja, so bringt mir das nichts. Gut, die reiße ich mal wieder weg. Obwohl hier Wasser fließt. Naja. Die mal wieder weg. Ansonsten kommt da notfalls ein Hamsterrad hin. Ich will kein Motor mehr. Hier hatte ich sie hingebaut, ne? Man sieht aber auch gerade wieder nichts wegen Nacht. Ah gut, hier steht aber mehr als... Hier vorne fließt das, ja. Na gut, das ist ja alles ein bisschen beengt. Aber hier ist das doch direkt vor der Schleuse. Wenn ich hier das Hamsterrad hinbaue, ich lasse die das erstmal bauen. Dann kann ich hier ja immer noch den Anschluss ranmachen. Jetzt sehe ich das ja, wie es läuft. Natürlich doof, dass jetzt gerade Dürre kommt, aber das werden wir sehen. Wir müssen Holz ansammeln. Was hier jetzt auch so langsam mal wieder vonstatten gehen sollte. Ah, ich glaube, so langsam sammelt sich ja was an. Ja, Motoren sind übel. Ja, das sollten sie ordentlich bauen. Ich hoffe es zumindest. Auch wenn die ist gerade nicht da. Ach komm, die Holzscheide, die können sie auch hinbringen. Sind ja schon auf dem Weg dahin. Essen müssen sie haben. Das kriegen wir auch alle sehen. Perfekt, perfekt. So, guck mal hier. Und unsere Braut läuft. Unsere Braut läuft. Es gibt dort erste Braut. Sehr schön. Es freut mich. Wunderbar. Und... Das ist so schlimm. Das ist so schlimm. Das ist so schlimm. Dass die sofort alles vollknallen. So, auf jeden Fall soll ich hier Braut rein. Ich will aber auch das Mehl und so mit rein haben.
Karotten, ne, Rucum, Schreck nicht, Rucummehl auch nicht, Kastanien, na, ich such normales Weizenmehl. Doch. Und Weizen kannst du von mir so mit einlagern, die drei Sachen. Gut, doch was gut geschafft, muss ich sagen. So, hier könnte man rein theoretisch auch noch ein bisschen, aber ob die Laufwege da so weit sind, das weiß ich nicht. Das müsste man ausprobieren. Gucken wir erstmal jetzt gleich, ob das hier funktioniert. Eigentlich müsste es. Und wie gesagt, ist nicht mehr so viel Druck wie am Anfang des Spiels, aber es müsste ausreichen, um Wasserrad zu betreiben. Eigentlich, weil es fließt hier doch. Will nur noch drei Holzscheide. Komm, das schaffst du. Einer noch. Bewegung, ja, kommt da. Bau das noch, bevor die Nacht anfängt, bitte. Dreht das. Sieht so aus. Ja, würde mich auch wundern, weil hier müsste es ja drehen, weil hier flutscht das Wasser ja direkt durch. Frage ist nur, ob das so bleibt. Es kann sein, das ist jetzt nur die anfängliche, aber ich glaube, das bleibt so. So, den könnte man hier in mich reintätig. Hier kann ich nicht zubauen. Na, lässt schon wieder nach, oder was? So, einfach nur so ein Ed-Dingsbums hinzimmern, ne, wenn das geht. Energie? Müsste so doch gehen, ne? Dürfte erst drum kriegen. Gut, Dürre nährt sich aber allerdings auch schon, was natürlich nicht so toll ist. Aber eigentlich... Gut, Brot ist hier jetzt gar nicht zu sehen, Nahrung. Man müsste erst so langsam das erste Brot... Und sie haben es wahrscheinlich schon aufgefuttert. Sieht so aus, ja. Okay. Auf jeden Fall kriegen sie jetzt auch ihr erstes Brot. Gut, dann machen wir den Stück für Stück. Als nächstes kümmern wir uns erstmal um die Sachen. Das Distriktzentrum muss natürlich stehen bleiben. Ich denke mal, die werde ich hier so hinbauen. Obwohl, nein. Hier wollte ich ja noch Sachen mit Wasserrädern betreiben. Zum Beispiel die da. Nein. Das muss hier hin. Das muss hier ordentlich hin. Wo baue ich das den hin? Guck mal, hier wäre Platz. Später. Also jetzt auch schon, weil hier kommen definitiv nicht mehr Geräte hin. Weil der soll hier ja auch noch weg. Ich muss die Holzprobleme in den Griff kriegen. Also eigentlich rein theoretisch könnte ich die Bauarbeiterunterkunft und den Schlepperposten schon mal hier hinzimmern. Das war hier, ne? Erstmal die Bauarbeiterunterkunft. So. Und den Schlepperposten auch hier hin. Sehr schön. Noch ist die Dürre nicht da. Und jetzt hält das wieder. Falls er erst dreht das. Ah, es liegt wahrscheinlich aber auch daran, echt, dass das hier verlangsamt, ne? Wir arbeiten jetzt natürlich nur mit minimaler Leistung, das ist klar. Aber hier herrscht eindeutig Druck drauf. Hat, glaube ich, wirklich was damit zu tun. Ja, ich will hier jetzt aber auch aktuell keinen Motor. Vielleicht später wieder, aktuell nicht. Wir brauchen Holz. Moment gesagt, wie gesagt, Dynamit ist aktuell nicht so wichtig. Davon haben wir erstmal genug. So, die Bauarbeiterunterkunft ist sogar schon umgebaut. Das war die hier, ne? Den kann sie auch weg. Sehr schön. Ja, ich weiß, wir haben 16 Obdachlose. Das musst du mir nicht sagen. Da bin ich alles dran. Das kommt Stück für Stück. Hier haben wir 24. Und da haben wir 2. Gut, das passt noch. Hauptsache Nahrung lüft erstmal. Wasser lüft erstmal. Oha, warte mal. Kurz Pause. Wir gehen eben Dürre. Die müssen zu hier. Und zwar ganz dringend. Könnte es zwar sein, dass gleich kurz überschwappt. Aber das werden wir sehen, wo die pumpen doch mittlerweile schon gewaltig, sodass das Wasser hier sehr schnell rausläuft. Boah, die sind ja jetzt schon, man sieht ja jetzt schon den Boden von den Dingern. Es läuft zwar an die Kante ran, aber naja, ich glaube, viel mehr kommt jetzt auch gleich nicht mehr. Das hört hier, glaube ich, auf zu fließen. Ich glaube, das ist jetzt nur noch Grafikglitch. Ich glaube, da kommt überhaupt nichts mehr raus, oder?
Gut, auf jeden Fall können die noch eine Weile Wasser pumpen. Die Tanks sind ja so gut wie voll. Hier ja genauso. Also das müsste laufen. Die Dürre geht 7,7 Tage. Gut, ist nicht die kürzeste Dürre, aber auch nicht die längste. Also das wird schon funktionieren. Sehr schön. Und wir kommen endlich mal wieder an Holz. Klar, die arbeiten jetzt nicht, aber wir brauchen im Moment auch keinen Sprengstoff. So, ist der hier auch umgebaut? Ja, sehr schön. Dann kommt der hier mich auch weg. Zack. So, warte mal, dich stocken wir natürlich wieder voll auf 10. Sollen natürlich auch alle wieder hier arbeiten. Den stocken wir auch wieder voll auf. Wunderbar. So, die Born-Erfinder, die sollen hier natürlich auch weg. Die könnte man rein theoretisch... Wenn ich den einmode, hier stehen lasse. Also ich meine den da. Oder ich lasse den stehen. Warte mal. Der produziert 400. Das heißt, es sind noch 80 frei. Bin nur gerade überlegen. Hier, Wissenschaft. Es gibt ja den noch. Wie viel Strom braucht denn der? 200. Das hier ist ein Holzlager, ne? Ah. Und der braucht 150. Gut, der Motor hätte noch genug Power frei. Aber ich glaube, wenn ich den hier oben raufbaue, kriegt er keinen Strom ab, ne? Mal abgesehen davon wüsste ich nicht, wie ich den Weg dahin bauen sollte. Müsste man mal ausprobieren, ne? Kostet zwar 1000 Punkte, aber die haben wir. Und dann kann ich mir den normalen Erfinder da komplett sparen. Wenn ich den hier raufbaue, ob der Strom abkriegt? Durch das Dach? Weil der muss ja auch nicht dauerhaft laufen. Punkte haben wir ja auch mehr als genug. Das Problem ist bloß... Ah gut, das müsste gehen. Das müsste gehen. Wenn ich... hier jetzt eine Plattform raufbaue. Zack. Und daran den Treppe. Und hier denn den Weg. Dann kann man hier jetzt auch vorbeikommen. Müsste doch gehen, oder? Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Dann können die Bäume mich weg. Dann hätten wir hier schon mal ein bisschen mehr Platz. Dann werde ich hier nämlich auch ein Fenster aufbauen. Ich habe es mir genäht. Mit Beeren. Und dann kommt die hier weg. Damit ich die, will ich hier wirklich mit Wasserrädern hier vorne haben. Das Ding ist wirklich leer. Dann kann ich also gleich auflassen. Übergeschwappt ist hier nichts. Sehr schön. Also Wasser sollte auf jeden Fall reichen. Ein bisschen systematischer, ja. Und dann kann ich mich den Motor aussparen. Mittlerweile lüftet aber auch. Holz sammelt sich wieder an. Zumindest insgesamt. Ich weiß nicht, in welchem Distrikt. Oh, hier haben wir eine Menge. 156. Wie sieht es denn hier aus? Hier haben wir nur noch eine Arbeitslose. Habe ich hier rüber schicken. Hier sammelt sich jetzt nicht wirklich Holz an, aber das liegt ja dran, weil sie hier gerade massiv am Bauen sind. Das ist klar. Hier sollen ja die Häuser hin. Was hier wieder zum Problem führen könnte. Das ist eine Doll, ne? Ich werde es hier mal probieren. Kann sein, dass es zu viel ist mit der dritten Sammlerflagge, sonst muss ich sie wieder wegnehmen. Oh, vielleicht geht es ja. Aber so hat der jetzt, glaube ich, auch keine mehr. Wir schicken mal wieder 5 rüber. Wo hier haben wir 27 Stück. So. Wunderbar. Ja, jetzt hat er wieder 6 Arbeitslose. Sehr schön. Geht vielleicht ein bisschen schneller, aber wie man sieht, sammelt sich ja doch sehr gut Holz an. Und das hier lüftet alles. Das ist ja gut. Hier, klar, hier, die können jetzt aktuell nicht ernten. Das ist klar. Hätte ich vielleicht mal begrünen sollen. Die haben noch ein bisschen Notfallwasser. Da ist hier Luft. Auch wenn, ja, Brot sammelt sich auch langsam an. Sehr schön. Ah, mittlerweile alles gut im Griff. Wie sieht es denn hiermit aus? Der ist noch lange nicht leer. So, und ich warte mal ab, ob das mit dem hier funktioniert. Kiefernharz. Das habe ich nicht gesehen. Okay. Kiefernharz. Da brauche ich erstmal eine Zopferhütte. Na gut. Kiefernharz brauchen sehr nicht viel. Ich könnte rein theoretisch das hier nehmen. Wenn ich dort hier rausnehme.
Na gut, im Moment habe ich aber auch genug Punkte, ne? Wo war der Moor? Den muss ich hier noch einmal in Bäume fällen rein und bloß die kleine Ecke hier mal. Die fällen sie ja sowieso so gut wie nie ab. Nehme ich mal raus. Das Stück hier natürlich auch. So, dass hier die Bäume denn wachsen können. Und dann werde ich hier nachher eine Zapferhütte hinstellen. Da will ich jetzt mal was gucken, bevor ich... Yo, 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 ich gehe ja schon raus. So. Ob die freigeschaltet ist. Die brauchen wir später auch noch. Aber hier, die brauchen wir noch. Im Moment haben wir auch genug Punkte. Das ist das Gute. So, die Zapfenhütte. Die Saft von Bäumen sammeln. Die muss nämlich doch später hin. Das muss man auch nicht markieren. Ne? Nee, wohl, die fällen ja keine Bäume ab. Ich würde dann später da oben hinkommen. Dann konnte ich die Bäume, im Moment brauchen wir ja keine weiteren Punkte. Die kommen dann gleich wieder. Die Höhle da wegräusen. Beide. So, den werde ich schon mal, damit ich den Weg ordentlich bauen kann. Hier vorne, Ressourcen entfernen wir einfach mal abreißen, ne? Ja. Bis hierhin, wo hier soll der Weg lang, die Beeren entfernen. Ah, bis dahin muss. Damit ich einen ordentlichen quadratischen Weg hinkriege. Das wird schon. Die können sie so natürlich nicht bauen, okay. Ah, das kriegen wir hin. Alles gut im Griff mittlerweile. Sehr schön. Auch wenn hier massive Umbaumaßnahmen sind, dann kann er das hier mich später definitiv, das müsste reichen, absammeln. Als Kiefernzropfen da. Wasser wird hier gleich weg sein. Ich hoffe, wir werden hier auch begrünen. Definitiv. Werden wir hier begrünen, dass die Beeren auch während der Dürre ohne Probleme weiterwachsen. Sind ja schon noch Bäume entfernen. Sehr schön, sehr schön. Weil der Weg soll hier quasi runter. Und hier quasi. Genau. So, dann kann ich hier unten mich die eine Ecke weg. Ich mag das nicht, wenn irgendwas so eckig ist. Da also hier so diese Wege so eckig sind. Das muss doch nicht sein. So. Gut, wie gesagt, die Sammlerflagge, der Weg hier zwischen muss aber auch weg. Müsste natürlich auch gleich weg. Und das Ding dazwischen müsste auch weg, dass sie so außen rumlaufen können. Ja, das müsste gehen. Das müsste definitiv gehen. So, dann muss ich für einen kurzen Moment die Sammlerflagge kappen. Hoffe, das gibt jetzt keine großen Probleme. Den bauen wir hier einmal einen Förster hin. Förster. Der war wo? Bei Holz, ne? So, den würde ich sagen... Hier? Oder unten? Na, ist eigentlich egal, wo ich nennen baue. Ich baue mal hier, weil hier eh das meiste ist. Hier hin. Und den Bäume und Büsche. Da sind mich die schönen Blaubeeren. So, warte mal. Einmal so. Da sollen zwei Sammler denn hin. So, und der Förster konnte sich ja den immer wieder anpflanzen. Und hier kommen den. Das war aber Nahrung. Zack. Zack. Sehr schön. Das, was ich vielleicht noch machen sollte, mein Fehler. Moment. Einmal kurz Pause. Hier kommt man manchmal was durcheinander. Hier muss ja noch ein bisschen grün rein. Gut, hier vorne ist. Ja, ich mach das mal mittig, damit es grün bleibt. So, da sollte das Loch hinkommen. So kann ich schon mal ein Dynamit hinsetzen. Zack. Aber. Was mache ich denn von hier? Zack. Hier kommt denn, glaube ich, der Weg rein. Da muss noch Wasserblätter rein, damit das auch während einer Dürre natürlich grün bleibt. Das geht ja nicht anders. Aber hier vorne ist so ein bisschen ausgetrocknet. So, das sind vielleicht ein bisschen weniger Beeren als vorne. Vorher müssen wir mal gucken. Wie gesagt, vielleicht können wir hier später noch welche anpflanzen oder so. Aber ich will das alles ein bisschen gesitteter und ordentlicher haben. Und dann können wir hier nämlich zum Beispiel die hinbauen mit Wasserrädern. Und den... Ja, das kriegen wir schon hin. Haben wir wieder einen Motor weniger. Dann haben wir wieder ein bisschen Holz. So, baust du das Ding?
Jau, sehr schön. Du hast das auch schon gebaut? Jo. Der pflanzt hier auch schon. Gut, Wasser bläut da hin. Sehr schön, sehr schön. Zock. Und... Wehchen. Mehr wollte ich ja gar nicht. So, alle Gebäude noch. Ja. Alle noch Arbeiter. Sehr schön. Den können sie nämlich jetzt auch schnell bauen. Das dürfte rucki zucki gehen. Und dann haben wir es hier grün. Der andere Förster macht ja auch mit. Du sollst ja eigentlich dich um deine Bäume kümmern, aber der, gut, hier ist ja alles angepflanzte Zeit. So, das Ding steht. Sehr schön. Wasser kommt gleich. Und dann denke ich mal, werde ich hier nochmal irgendwie so einen Wassertank hinstellen. Damit sie hier vorne auch ein bisschen trinken können. Aber ob das was bringt, weil meistens füllen sie immer nur die auf, die in der Nähe sind. So, aber wenn man begrünt ist es, sehr schön. Gut, dann kommen die Beeren hier jetzt definitiv weg. Ne, die kommen erst weg, wenn die gewachsen sind. Bald Fehler gemacht. Bald einen Fehler gemacht. Aber die sollen auf jeden Fall weg. Das hier so auch ein bisschen ordentlicher. So, jetzt ist das Wasser hier auf Weg. Ja. So, dank denen trocknen sie jetzt natürlich nicht komplett aus. Das ist zumindest schon mal was. Ein bisschen begrünt wird hier ja. So, dass die hier zumindest weiter wachsen können. Die brauchen eine Weile, die sind ja auch noch am Pflanzen. Aber es kommt langsam. Inzwischen haben wir 22 Arbeitslose. Hier sind 20 davon, denn hier nur noch 2. Ja. Aber holzmäßig... Ah, das ist nicht so toll hier, aber wie gesagt, wir sind kein Stück weitergekommen. Aber das Holz alles hier reingeht, ne? Hier muss ich mir was echt was einfallen lassen mit der Holzproduktion, ne? Die verbrennen alles für das bisschen Essen, was sie da kochen. Obwohl, die hier ständig dort, die bauen hier. Das dauert, ne? Ja, weil die so viel brauchen. Gut, das wird eine ganze Weile dauern hier. Vielleicht hätte ich doch lieber die Holzdinger nehmen sollen. Aber vielleicht will ich auch irgendwann mal das Wasser höher stauen. Also man weiß es ja nicht, ne? So, aber hier funktioniert das denn mit 3 Sammlern? Moin. Sieht so aus, ne? Holz geht bloß sofort weg, das ist klar. Ah, Wasser sollte aber reichen. 2,7 Tage noch. Klar. Hier ist noch ein bisschen trocken. Ja, aber Hauptsache die begrünt sogar die noch ein bisschen mit. Die Pflanzen hier. Was will man mehr? Es lüft, es lüft. Okay. So, dann werde ich jetzt aber erstmal... Ich glaube, naja, es sind jetzt gut 2 Stunden, die ich aufgenommen habe. Erstmal eine Aufnahmesession beenden. Weil ich habe Hunger und ich muss auf den Port und ich muss auch mal was trinken. Ich kriege schon ganz trocken im Mund. Aber seid mir nicht böse, es ist für mich einfacher. Daraus werde ich jetzt 4 Folgen machen. Dann passt das. Morgen machen wir hier natürlich weiter. Ich bin mal gespannt, ob das alles so funktioniert. Wir haben es ja gut optimiert gekriegt. Und ich komme auch besser im Spiel voran, wenn ich... halt eine längere Zeit am Stück spiele, als immer nur so 30 Minuten. Und dann muss ich beim nächsten Mal erstmal überlegen, wo ich war. Und weiß gar nicht mehr, wie mein Gedankengang war. Und schon so gerät so Chaos. Wenn ich doch halt mehrere Stunden am Stück spiele, und das dann einfach in voll geschneide, läuft das besser. Okay. Auf jeden Fall, ich hoffe, ihr seid nicht böse. Ich werde es ja sehen, wie ihr darauf reagiert. Bis morgen. Tschüssi.